Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr reinguckt. Und was machen wir heute? Worum geht's? Ich habe hier so einen kleinen Buggy. Aber um den kleinen geht's hier nicht, auch wenn er schön schnell ist. Nein, darum geht's nicht. Es geht um den hier. Und zwar habe ich die Brushless Combo, die hier drin war, die habe ich rausgebaut, weil die zu aggressiv war. Ja. Und jetzt will ich da eine andere reinbauen. Und zwar die hier. Die hier von Gasen, ja, mit 12 Turns. Und das, die ist, also insgesamt ist die waterproof. Der Motor und der Regler, das ist perfekt, ne? Weil ich damit richtig geil dann durch Pfützen fahren kann, wenn ich will. Ich brauche dann nur noch einen wasserdichten Servo und dann kann ich damit richtig jetzt durch, für die Herbstzeit kann ich da richtig fett durch die Pfützen fahren und durch den Regen, da passiert dann gar nichts, ne? Das ist natürlich schön, das macht dann Spaß, wie mit dem Creighton, der ist ja auch waterproof. Und der Sprint 2 ist ja auch waterproof. Wenn man mit den Autos dann im Regen rausgeht, dann braucht man keine Angst haben, dass die Elektronik oder irgendwas versagt. Das wäre natürlich traurig, vor allem das kostet ja eine Menge Kohle. Und damit das nicht passiert, rüsten wir uns schon mal aus mit dem Set und dem Wagen. Und ja, was machen wir heute noch? Heute möchte ich euch einen Rückblick zeigen von allen meinen Videos. Jetzt nicht von allen, komplett alle. Aber einige, ne? sagen wir mal 10 Stück oder so. Da habe ich jetzt einen Zusammenschnitt gemacht für euch und das könnt ihr euch jetzt gleich angucken. Und am Ende von diesem ganzen Zusammenschnitt, was ihr geguckt habt, sehen wir uns hier nochmal zurück. Ne? Also viel Spaß beim Gucken und wir sehen uns dann später nochmal wieder. Wie gesagt, das ist ein Zusammenschnitt von allen meinen Videos. Die besten Teile, wo ich mit Daniel draußen war und. Das könnt ihr euch nochmal angucken, so richtig schöner Rückblick. Und dann sehen wir uns hier nochmal wieder zurück. Alles klar, dann bis in einer halben Stunde. Bis gleich. Mein Karre ist ausgegangen. Oh nein. Richtig heiß. Ja, das hat richtig bis jetzt Spaß gemacht, auf jeden Fall. Oh.
So, Daniel, was sagt er? So, gucken wir mal Temperatur jetzt. 90 Grad. Knapp. 80. Was rein? Jetzt ist er ja eben ausgegangen. Gucken wir mal, ob der Sprit leer ist. Ich schätze mal schon, weil das ist jetzt der einzige Nachteil bei dem Aluminiumtank. Man kann halt nicht sehen, wie viel Kraftstoff da noch drin ist oder nicht. Der hat nämlich keine Anzeige. Ja, ist leer gepustet. Ja, da ist nichts mehr drin. Na, dann tanken wir mal auf und weiter geht's. Der schluckt Nitro wie ein erster Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ja, hält sich in Grenzen. Yeah.
ein Monster da. Richtig geil. Hat er umgebaut. Ja. Gas geben. Schöner Armer, ne? Auf jeden Fall, ein sehr geiles Fahrzeug. Mit wie viel S fährst du? Ich fahre hier mit 6S und gleich erzähle ich euch noch mal ein paar Details zu der ganzen Geschichte. Der Armer geht aber gut ab, ey. Oh, alles verstaubt. Warte, Achtung. Was ist denn dein Fall? Ja. Ah, scheiße. Schade. Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück und was gibt's noch zu sagen? Ach ja, genau, bevor ich es vergesse, ich habe schon seit Jahren habe ich einen anderen YouTube-Channel, da könnt ihr mal reingucken. Da geht's hauptsächlich um Musik und da habe ich auch mal Gameplays gemacht, ne? Aber die habe ich schon wieder rausgenommen wegen Urheberrecht und so, ne? Da muss man auch aufpassen. Da kann man richtig Ärger kriegen, wenn man nicht genau die Vereinbarung da getroffen hat mit den Spieleherstellern oder die Lizenz hat dazu. Da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es da so ein paar Klauseln, da kann man auch sich bei Google mal schlau lesen, das ist tatsächlich so. Aber darum geht es ja jetzt nicht, es geht darum, ich mache ja auch Musik, viele wissen das, dass ich Musik produziere und dann mache ich mal einen Link in die Beschreibung rein, da könnt ihr raufklicken, da könnt ihr zu meinem anderen Channel rüberkommen, da werde ich ein bisschen Musik jetzt demnächst wieder hochladen, ne? Und ja, da könnt ihr mich dann auch besuchen. Ansonsten könnt ihr mich in meinem Forum besuchen, für die Zukunft gesehen. Könnt ihr mich in meinem Forum auch erreichen, unter PN wisst ihr auch. Und ich wollte nochmal ein ganz, ganz großes Lob an euch aussprechen. Danke, dass ihr meine Videos die ganze Zeit geguckt habt. Finde ich richtig geil.
Danke, danke, danke. Auch an alle Mitglieder bedanke ich mich für eure Einsätze, was ihr bis jetzt geleistet habt. Auch die Moderatoren im Forum. War echt richtig geil bis jetzt, ne? Muss ich echt sagen. Also ich werde, das dauert ein bisschen, sehr, sehr, sehr lange, bis ich das nächste Video wieder hochlade. Also hier in meinem Channel. Aber wenn ich was hochlade, dann werdet ihr es erfahren. Oder ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Videos machen, die jetzt auch die nächsten Tage kommen. Aber die werden nur im Forum sein. Das hat auch einen Grund, warum. Weil das nämlich ein Forum-Video wird für meine Mitglieder und so. Und wenn du dich angesprochen fühlst und auch Mitglied bist, dann kannst du ja und brauchst du nur noch warten. Also ihr seht schon, ich bin auch ein bisschen hibbelig, ne? Also ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Ich sag das auch, warum das so ist. Ja, ich bin ein bisschen auch traurig, ne? Weil sich jetzt die Zeit ein bisschen verändern wird für mich. Aber so ist das Leben manchmal, ne? Es geht halt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Manchmal muss man auch einfach mit dem Wind gehen, ne? Und nicht gegen den Strom laufen. Oder gegen den Wind laufen. Ihr wisst genau, was ich meine. Ja, auf jeden Fall danke an euch und wir sehen uns dann in meinem Forum oder auf Instagram, auf meiner Facebook-Seite. Ihr wisst, ich bin da nicht so oft online, deswegen besucht mich in meinem Forum unter www.rc-chris.com. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.